Servus Leute und herzlich willkommen zu dem Video und einen wunderschönen guten Tag. Ja, heute ist mal wieder Charlie im Programm. Ich habe nämlich die Tage gemerkt, dass ab und zu mal die Tachobeleuchtung vor der Temperatur Aussetzer macht. Und ja, ich würde sagen, steigt jetzt mal ein und wir wechseln die. Also bis gleich. Ja, im Kfz angekommen, erstmal Finsternis. So, ich mache jetzt erstmal hier den Hebel an. Und ihr könnt es sehen, hier hüben, bei der Temperaturanzeige hat die Birne den Geist aufgegeben. Beziehungsweise sie geht noch, wenn ich hier drauf hau. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Ich werde mit euch jetzt diese Birne hier tauschen. Die habe ich schon mir per Rad gelegt. Wo habe ich sie? Da ist sie. Die machen wir jetzt da rein und wie das reingeht, ja, zeige ich euch. Um den Tacho rauszubekommen, haben wir hier oben zwei Torx-Schrauben drin, Größe 20. Die drehen wir jetzt erstmal raus. Sind eigentlich ganz schnell gemacht. Ist bei mir 36 eigentlich schön gemacht mit dem Tacho. Aufpassen, dass sie, wenn sie runterfallen, nicht verloren gehen. So, jetzt den Tacho nach vorne klappen. Da wir jetzt hier an diese Bühne ran müssen, haben wir es eigentlich schon ganz einfach. Tacho einfach so hier rausnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier drin, ich sehe es selber nicht mal, die Birne. Ich glaube, ihr seht sogar schon mehr als ich. Die ist hier drin. Eine halbe Umdrehung und dann raus. Da ist sie. Jetzt gucken wir uns die mal an, genau. Ist die hinüber oder nicht? Also hinüber ist sie noch nicht, aber die sieht da an der Ecke schon aus, als wenn die gleich das zeitige segnet ins Jericho. Dann die wieder rein. Ich glaube, das war jetzt so. Schauen wir mal, ist die jetzt fest? Ich guck mal eben, ob es leuchtet. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. So. Nein, leuchtet noch nicht. Dann ist die noch nicht gescheitert drin. Jetzt aber. Geh du Arschloch. So, musst du noch mal rausmachen. So eine Kacke. Weil die gehört so rein und dann. Aua, blöder Spiegel. Und dann hier. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Ich habe keinen Bock, den Dacho jetzt rauszumachen. Na komm, genau. Meine Fresse. So, alle guten Dinge sind natürlich drei. Das gehört jetzt so rein. Nein, Quatsch. Jetzt erzähle ich euch wieder nur Scheiße. Das Ding gehört so rein. Und dann einmal leicht verdreht. So. Jetzt sitzt aber der Spaß. So, gucken. Beleuchtung. Sieht man nichts. Geht. Doch, geht. So, Birne ist ausgebaut und ja, getauscht. Ich habe sie gleich mit Sockel getauscht, weil ich sie aus einem anderen Tacho raus habe. Das ist jetzt schon die zweite Birne. Ich musste mich zwischendrin mal schnell eine holen noch. Ja. Keine Ahnung, warum die andere auch kaputt war. Die sah nicht defekt aus. Ja. Ob ich das jetzt als Tutorial ansehen soll, weiß ich jetzt noch nicht. Ja. Kann man machen. Muss man nicht. Wie gesagt, mir wurde auch gesagt, mein neuer Content kommt saugut an. Also, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so dazu sagt, ob es cool ist oder nett oder wie auch immer, oder ob ich wieder strenger sein soll und die Videos langweiliger gestalten soll und wie auch immer. Jo, was ich noch erwähnen möchte, beziehungsweise erwähnen muss, weil sonst wird es wahrscheinlich einigen von euch sehr, sehr so gehen wie Kollegen auch. Diese Birne ist eine 3 Watt Birne und bitte macht mir den Gefallen. Kauft euch keine Standlichtbirnen, die wo 5 Watt haben, und ballert euch die in den Tacho rein. Weil, was passiert, wenn ich eine 5 Watt Birne da rein knall
und da ich nur eine 3 Watt reingehört, klar, die Tachoscheibe wird in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, an der Stelle, wo jetzt die Birne sitzt, wird die Tachoscheibe sehr extrem heiß. Und ich hatte es schon bei meinem alten Kompakt so, da hat der Vorbesitzer, whatever, warum, eine 5 Watt Birne reingeknallt in den Tacho. Und ich wundere mich, warum bei 120 kein Licht mehr ist. Aus dem Grund, weil die einfach zu heiß war und das Ding weggebrannt hat. Aus dem Grund, holt euch eine 3 Watt Birne, macht mir den Gefallen, Leute. Ihr könnt auch LEDs ausprobieren, aber dafür gebe ich keine Garantie, weil ich will es nicht ausprobieren. Ich bin hier kein Versuchskaninchen zwecks, beziehungsweise meine Autos sind keine Versuchskaninchen. Probiert es an euren selber aus. Wenn was schief geht, kann ich nichts dafür. Jo Leute, in dem Sinne, wenn das Video euch gefallen hat, lasst mir ein fettes Like da, beziehungsweise nettes Kommentar. Und wer jetzt mehr sehen will von mir, natürlich könnt ihr mich jetzt kostenlos abonnieren. Kostet euch keinen Cent auf YouTube. Einfach nur auf den Abonnier-Button drücken, Glocke aktivieren und somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Also, in dem Sinne, Leute, Servus und Ciao. Bam.